Dann erstmal herzlich willkommen hier im Kloster und zu dem Vortrag heute Abend. Und wie schon angeschrieben, ist ja das Thema von heute Abend die Psyche und der Geist aus Sicht von TCM, also traditionell chinesischer Medizin. Und oder auch Emotionen, wie das zusammenhängt und wie das aus der TCM, TCM ist die Abkürzung für traditionell chinesische Medizin, wie die Sicht darauf ist. Und wie ihr später dann sehen werdet, ist das ein sehr spannendes Thema, weil man würde denken, viel ist da klar und viel steht dazu geschrieben, dem ist aber nicht so. Und das werden wir dann, oder den Stand, den soweit in Europa oder unter TCM dann Leute, die das praktizieren, wie der soweit ist, werde ich dann auch beleuchten, warum und wieso. Und ja, ich stelle ein paar Konzepte vor und ich weiß auch, dass einige hier oder dass vielleicht der Großteil hier im Raum nicht vertraut ist mit TCM oder diesen chinesischen Medizinkonzepten. Und deswegen vereinfache ich das. Nur für diejenigen, die das dann kennen, die werden das da wiedererkennen. Aber ich mache das etwas vereinfacht, so dass man auch ohne Vorkenntnisse dann verstehen kann und für sich was daraus ziehen kann. Okay? Und die andere Sache ist die auch für Fragen. Ich stelle erstmal ein Konzept grob vor und dann mache ich Pause für Fragen. Und bis dahin, ich sage dann Bescheid und dann kann man fragen. Okay. Okay. Das Erste, was man, kann man eine Überschrift machen? Wie gesagt, TCM ist traditionell chinesische Medizin. Das, für die es nicht wissen, ist aus China. Das ist sogar noch vor buddhistischer Zeit, wo das entstanden ist. Das entstand auch schon aus den, ja, wie soll man sagen, schamanischen Heilungsbräuchen in China damals und wurde dann später zusammengefasst und hat auch verschiedene Einflüsse bekommen. Die Haupteinflüsse, wie TCM zu dem TCM geworden ist, was wir heute kennen, war dann erst später, also nach oder kurz vor Christi und dann noch später nach Christi, wo das dann so systematisiert wurde und von großen Ärzten ja, systematisiert wurde, kann man sagen, die dann auch am Kaiserhof waren. Und wo dann eine ganze Tradition mit begonnen hat, die dann nicht nur vereinzelt in Dörfer waren und so weiter, wie man dann TCM praktiziert oder was als Standard gilt sozusagen. Okay? TCM ist die Abkürzung dafür und dann heute Abend reden wir über, ja, kann man sagen, Psyche und Emotionen aus dieser Sicht, Sichtweise. Das Erste, worüber man sprechen kann, ist, was wäre denn ein gesunder, da muss man sprechen über, was ist gesund, was ist krank. Okay? Das Erste, was man sprechen muss, ist, wäre das. Und man kann sagen, aus TCM-Sicht, aber wie auch aus westlicher Medizinsicht oder aus normaler Sicht, was wäre ein gesunder Geist und was wäre ein gesunder Körper, auch in Bezug auf Emotionen. Körperlich würde das bedeuten, man hat keine negativen Symptome, zum Beispiel was Schlaf angeht, zum Beispiel was Verdauung angeht und Wohlbefinden allgemein im Körper. Das wäre so der Standard, die Standarddefinition von Gesundheit. Wohlbefinden und vor allem, was die entscheidenden Prozesse angeht, gesundheitliche Prozesse, sprich Essen, vor allem auch Verdauung, wie das, also der komplette Essprozess bis auf dem Klo, Schlaf und alle anderen täglichen Aktivitäten, auch wie der Körper beschaffen ist. Aus psychischer Sicht oder emotioneller Sicht würde die Definition eher so lauten, dass man sagen würde, dass alle Gefühle frei gefühlt werden können und dass sie auch in einem frei fließen dürfen und können.
Und aber auch, dass man sich denen bewusst ist. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Weil letztendlich bei einem selber, wenn man jetzt schaut, ob man in diesem Gesundheitsschema, in diese Gesundheitsdefinition reinpasst, müsste man dann fragen, kann ich alle Gefühle oder Emotionen frei fühlen? Ist das in Ordnung für mich? Oder passiert das auch im Leben für mich, wie ich mich beobachte? Und bin ich mir dessen auch bewusst, was ich da gerade fühle? Eines von beiden kann auch nicht unbedingt der Fall sein. Wenn das nicht der Fall ist, bedeutet das, da liegt eine Blockade vor, wie man so schön sagt. Oder es liegt vor, dass man sich, dass bestimmte Prozesse, psychische Prozesse, emotionelle Prozesse vorliegen, denen man sich noch nicht mal bewusst ist. Okay? Das wäre die Definition von Gesundheit erstmal. Krank wäre dann, wenn die körperlichen Prozesse nicht ideell ablaufen, man nicht gut schlafen kann, man nicht gut einschlafen kann, man nicht gut durchschlafen kann oder zu viel träumt oder nachts auf Klo muss oder was das Essen angeht, man hat keinen Appetit, aber die Verdauung ist gut zum Beispiel, aber man hat keinen Appetit. Oder man hat Appetit, aber die Verdauung macht nicht mit. Und so weiter und so fort. Es gibt alle Variationen, die man sich nur ausmalen kann. Oder irgendetwas am Körper stimmt natürlich nicht. Schmerzen sind da, kein Wohlbefinden ist da. Das wären so einige Beispiele. Und dann heute Abend werde ich auch immer aus der Sicht sprechen von praktischer Sicht. Also wie man das so bei Patienten sieht und wie man das so im Alltag sieht. Nicht unbedingt so theoretisch, worum man jetzt weniger anfangen kann. Okay, dann kann sich jeder was darunter vorstellen. An solchen Symptomen wird man dann feststellen, dass etwas nicht stimmt. Okay? Okay. Das wäre Definition von Krankheit. Dann, ja, wenn wir dann das Merkmal dann auf die Psyche und Emotionen richten, auch aus der TCM-Sicht muss man dann Folgendes beachten. Hier können wir hinschreiben so etwas wie emotionales Befinden. Und dann, was dafür wichtig ist, und das werde ich dann erklären, wäre einmal das eigene Umfeld. Umfeld hier im Sinne von Lebensumfeld. Also wo man lebt tatsächlich. Welches Land oder in der Stadt oder in der Natur. Dann die eigenen Lebensgewohnheiten. Und letztlich auch die eigene Emotion, also die eigenen Gefühle und Emotionen, die man erfährt über den Tag, über die Monate, über die Jahre. Und Emotionen nicht nur so, würde ich nicht nur so als Wort stehen lassen, sondern auch vielleicht die eigene, ein wichtiges Wort ist zum Beispiel auch Stimmung. Geistige Stimmung, in der man sich befindet. Welche Stimmung hat man? Das ist eigentlich ein, Emotionen sind schon stärker vom Empfinden her. Die eigene Stimmung ist eigentlich auch Emotion. Wenn man einfach nicht so gut drauf ist, ist eine Emotion, nur sie ist schwächer und wir nehmen das als Stimmung wahr. Aber es ist auch eine Emotion. Ich schreibe einfach dieses Wort an, damit es klarer ist. Also die Stimmung, in der wir, oder Geistesverfassung oder emotionelle Verfassung, in der wir uns befinden. Okay, dann hierzu kann man einiges sagen. Und dann wird langsam auch klar, warum das nicht so einfach ist, aus Sicht von TCM oder andere, übrigens, ich weiß es nicht genau, aber ich würde, obwohl. Aus einigen Ecken weiß ich das, aus einigen Kollegen.
Selbst aus anderen medizinischen Feldern wie, also ganzheitliche medizinische Felder wie Ayurveda oder tibetische Medizin, werden ähnliche Probleme auftauchen. Einmal das Umfeld, Lebensumfeld, in dem man ist. Einmal das, was ganz wichtig ist, ist das Land, in dem man lebt. Wie wird da gelebt? Wie ist da das Wetter? Wie ist da die Nahrung, die gewöhnliche Nahrung, die man zu sich nimmt? Und wo lebt man? Lebt man in der Stadt? Lebt man auf dem Land? Und noch auch wichtig, die Kultur. Wie ist die Kultur, wo man lebt? Was betont diese Kultur? Oder was, wie kann man das formulieren? Wie geht diese Kultur mit emotionellem Verhalten um? Okay? Und das ist sehr, sehr wichtig zu verstehen, was da mit einfließt. Jetzt muss man verstehen, TCM wurde in China, ist in China entstanden, wo Chinesen leben und wo die chinesische Kultur herrscht. Egal, ob das jetzt auch natürlich schon länger her ist, aus 1000 Jahren, 2000 Jahren und selbst bis heute, ist die Kultur anders als zum Beispiel die deutsche Kultur oder europäische Kultur. Und man sieht das in allen Traditionen, auch westlicher Medizin, je nachdem, wo man, in welches Land man geht, die Krankheiten sind anders. Nicht nur die körperlichen Krankheiten, sondern auch die psychischen Krankheiten sind sehr anders. Und das ist auch einer der Hauptgründe, warum wir dann auch, was heute Abend, wo wir beleuchten können, warum TCM nicht designt oder keine günstigen Lösungen bietet für die Probleme, die wir hier haben. Obwohl man das denken würde. Also nicht körperlich, aber was die emotionelle, psychische Verfassung angeht. Okay? Das weiß ich auch von Kollegen, die zum Beispiel tibetischer Medizin machen, wenn sie dann nach Europa kommen oder nach Amerika, ähnliche Probleme. Und auch aus eigener Erfahrung weiß ich, wenn ich in Asien bin, und dann hängt das auch davon ab, in welchem Land, sehen die Symptome ganz anders aus. Die körperlichen Symptome wie auch die geistigen Symptome sehen ganz anders aus. Und deswegen muss man die auch anders behandeln. Das ist nicht so einfach, dass man sagen kann, ah, das ist alles dasselbe. Ist nicht so. Okay? Deswegen ist wichtig, wo man lebt. Das wird man auch hier sehen, wenn der Patient reinkommt, wenn derjenige in der Natur lebt oder in welcher Kultur er groß geworden ist, spielt eine entscheidende Rolle, wie er mit sich umgeht und wie er mit seinem Umfeld umgeht. Okay? Das zweite ist Lebensgewohnheiten. Das ist eher so wie, was isst man und wie denkt man, wie fühlt man. Und wann steht man auf, wann geht man ins Bett und vor allem auch, was arbeitet man? Ist man alleine oder mit der Familie? Hat man einen Partner oder nicht? Oder einfach die Lebensgewohnheiten spielen eine große Rolle, was Emotionen und Psyche angeht. Und letztendlich natürlich die eigene interne Stimmung und Emotionen, die man im Tagesverlauf hat oder über Monate, über Jahre und wie da vor allem die Gewohnheiten sind. Das spielt die große Rolle, die dann darüber entscheidet, wie wird seine psychische Verfassung sein und die wird sich widerspiegeln in der körperlichen Verfassung. Darüber reden wir dann gleich auch noch. Meistens ist das so, dass wenn es Probleme gibt, auch aus Sicht von TCM, im emotionellen, psychischen Bereich, wird das meistens die Wurzeln in der Kindheit haben. Erziehung, irgendwelche Traumata in der Kindheit, seltener andere Gründe. Okay? Man muss auch sagen, nicht jeder ist sich seiner eigenen Emotionen und seiner eigenen Stimmung bewusst. Viele Sachen laufen auch oft unterdrückt, einfach mit. Oder man ist sich nicht bewusst. Um ein Beispiel zu zeigen, jemand kommt in die Praxis und hat zum Beispiel einfach klassisch wäre starke Leberprobleme und
zeigt alle Anzeichen dafür und selbst von außen wirkt dieser Mensch schon so, als ob er leicht reizbar ist oder sagt sogar, dass er leicht reizbar ist. Aber wenn man ihn darauf anspricht, ob er denn irgendwie Wut hat oder Aggressionen, die unter dem Deckel brodeln, wird er sagen, nein. Oder dieser Mensch sagen, nee, wüsste ich nicht. Aber aus äußerer Sicht ist das sehr wohl da. Vielleicht sogar aus der Sicht des Ehemannes oder der Ehefrau ist das auch so. Aber derjenige ist sich nicht bewusst. Das kommt sehr, sehr oft vor. Und körperlich werden dann ähnliche Probleme durch diese Gewohnheit entstehen. Okay? Das ist hier mit diesem Punkt gemeint. Dann, was auch noch wichtig ist, ist, ich gebe einige Beispiele, damit man sieht, wo der Haken zum Beispiel ist. Zum Beispiel, was Umfeld und Lebensgewohnheiten angeht. Hier hat man zum Beispiel Stränge, die auch mit der Zeit zu tun haben. Zum Beispiel vor 100 Jahren, 150 Jahren, wenn man hier in Europa auch war, ist die Zeit, läuft die langsam. Okay? Man ist auf die Natur angewiesen und ein Baum, der braucht zu wachsen. Und wir Menschen sind eigentlich ähnlich, so wie Pflanzen. Okay? Wir sind keine Handys oder wir sind keine Computer. Unsere ganze Körperlichkeit verhält sich eher wie Pflanzen oder wie Bäume. Unsere Abläufe, physiologische Abläufe, wie die Zellen sich teilen, ist ähnlich wie die Natur. Und vor 1-200 Jahren war es eher so, dass man in dem Rhythmus lebt und deswegen, ja, wie man schlafen geht, wie man isst und so weiter, war dementsprechend angepasst an der Natur. Jetzt heutzutage ist das so, dass durch die Technik und Modernisierung und so weiter läuft das anders ab und es verschiebt sich. Und vor allem, wenn man dann in der Stadt wohnt und welche Aktivitäten oder Arbeit man dann auch hat, verschiebt sich das Ganze. Dadurch, dass sich das Ganze verschiebt, verschieben sich auch die Gewohnheiten der Menschen. Okay? Ein Beispiel zum Beispiel wäre, das kann ich, hier kann man erstmal anschreiben, zum Beispiel, da muss man ein Konzept erklären aus der TCM, zum Beispiel Yin und Yang, was viele kennen, aber viele wissen dann nicht die etwas tiefere Bedeutung davon. Yin und Yang in TCM bedeutet, das sind immer diese zwei entgegengesetzten Eigenschaften. Das ist einfach nur ein Konzept, um etwas zu veranschaulichen oder zu verstehen. Okay? Yang wäre zum Beispiel Aktivität, also aktiv. Yin wäre passiv. Okay? Yin wäre zum Beispiel dunkel und Yang wäre hell. Oder Yang wäre warm und Yin wäre kalt. Und auch was man kennt, zum Beispiel Yin ist weiblich, Yang ist männlich. Einfach nur vom Geschlecht her, wenn man das so benennen müsste. Yang ist eher wie gebend, Yin ist eher nimmt auf, auch wie männlich und weiblich. Okay, jetzt zum Beispiel was Lebens, das nur, es gibt sehr, sehr viel mehr Eigenschaften, die man in Yin und Yang einteilen kann, aber nur ein paar Beispiele, damit man weiß, was das Konzept bedeutet. Um jetzt zum Beispiel die Lebensgewohnheiten zu veranschaulichen im Vergleich zu früher. Jetzt zum Beispiel ist es so, dass die ganze Gesellschaft auf Yang gepolt ist. Aktivität, produzieren, wach sein. Das hier ist auch zum Beispiel dann ein Punkt wäre hier, man kann sagen, wie Arbeit kann man auch als Yang bezeichnen. Und das hier wäre ruhen, also Ruhe, ruhen, ausruhen. Ja. Und die ganzen Aktivitäten, die wir haben, ist Yang. Und das Problem ist, selbst wenn wir essen oder selbst wenn wir schlafen, machen wir das mit einem Yang-Gefühl. Es dient einem Zweck. Es muss erledigt werden. Es muss schnell gehen.
Selbst wenn wir in Urlaub fahren, was unsere Auszeit ist, machen wir viele Aktivitäten. Man muss viel besuchen, viel leisten. Und man sagt auch sowas wie Work hard, play hard. Play hard ist die Auszeit, die wir haben. Das Problem ist, wenn wir jetzt nur noch Yang-Aktivitäten haben, haben wir keine Yin-Aktivität, die nährt oder die die Ruhe gibt als Balance. Und deswegen entsteht quasi eine komplette Verschiebung, was diese Lebensumstände angeht, rein kulturell und rein aus dem Umfeld her. Und das bedeutet, die ganzen, man kann sagen, die ganzen Patienten, die man antrifft in Amerika, Europa und so weiter, jetzt auch in Asien sowieso vermehrt auch, die nicht gerade auf dem Land oder so wohnen, die haben meistens durch zu viel Yang-Aktivität, das ist auch im TCM-Kontext, ist deren Yin erschöpft. Man hat auch diese beiden Elemente in sich. Yin ist quasi die nährenden Substanzen wie Blut, das jetzt mehr im Detail von TCM, Blut und Nährstoffe und so weiter. Aber dann wird man sehen, dass die meisten Patienten Mangel daran haben. Blutmangel, das Blut ist nicht sehr nachhaltig und so weiter, ist durch die fehlende Ruhe nachts auch nicht, wie das in der Leber gereinigt wird, hat das nicht den Lebenssaft sozusagen, um alles zu nähren. Und die ganze Symptomatik von Verdauung, Schlaf und so weiter ist wegen Yang, also zu viel Yang, der im Alltag geleistet wird. Und alle haben Erschöpfung, Erschöpfungserscheinung. Das wäre zum Beispiel ein Klassiker, den man sieht jetzt in der modernen Welt, der genauso in Asien stattfindet, der mit diesen beiden Punkten zu tun hat. Und deswegen als egal, ob in welcher Richtung man Arzt ist oder Heilpraktiker oder wie auch immer, hat man damit sehr viel zu tun. Erschöpfte Menschen, erschöpfte Kinder schon und wie man diese nährt und wie man dann Strategien entwickelt, um zu nähren. Mehr Ruhe, mehr auf Nahrung achten, die wirklich nährt. Zum Beispiel Fast Food und so weiter. Das Essen an sich von Fast Food ist auch Yang. Es ist warm, es ist geschmackvoll, aber hat letztendlich wenig Energie. Es ist nicht, hier steht das nicht, aber ein Yin ist nährend. Yin ist nährend. Oder zum Beispiel, wenn wir dann versuchen, Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen, Vitamine oder so, ist auch letztendlich diese Aktivität, würde man denken, ah, das ist Yin, weil das nährt mich. Aber die Art und Weise, wie wir das nehmen, auf den Mangel schon, ist Yang. Man versucht quasi künstliche Nahrung sich selber zuzuführen, obwohl eigentlich braucht man wirkliche Nahrung im Stil von also gesundem Essen, die dann die wirkliche Nahrung dem Körper bieten kann. Nicht nur oberflächliche Zusatzmittel. Das ist auch wieder eine Yang-Aktivität, wenn man das so einteilen würde. Okay? Und diese ganzen Gewohnheiten, die im Moment in der Gesellschaft so verbreitet sind, führen darauf halt hin, dass die allermeisten, die nicht achtsam damit umgehen, dann innere Erschöpfung haben und eben Probleme, was jenen dann angeht. Und das ist zum Beispiel ein Beispiel hierfür. Dann ja, was Yin und Yang ist, können wir später auch noch ein paar Beispiele bringen, was andere Konzepte angeht. Vielleicht, wenn es bis hierhin Fragen gibt, die ihr habt, können wir das besprechen. Ja. Genau, das ist dasselbe. Das wäre Sympathikus, Parasympathikus. Parasympathikus ist ja dazu da, dass der Körper sich die Ruhe holt. Und das wäre auch so, zum Beispiel, wenn man das jetzt aus TCM oder diesem Konzept sieht, selbst wenn man dann müde ist, zum Beispiel aus der inneren Stimmung oder Emotion sagt man, nein, ich will aber arbeiten, auch spät in die Nacht. Oder nein, ich will aber am Handy sein bis spät in die Nacht. Und diese ganze Gewohnheit war früher nicht unbedingt so. Vor 200 Jahren oder so, selbst wenn du als Bauer
mitten um jetzt so die Uhrzeit dann draußen bist und es gab noch keinen Strom, sondern nur so eine Kerze und du aber nochmal so richtig irgendwie deine Aktivität machen willst, alle schlafen, draußen ist alles ruhig. Puh, kann man jetzt nicht groß verschreiten. Und das heutzutage ist das anders. Es wird quasi schon gefördert, dass es gar kein Problem ist, so etwas zu machen. Ja. Man kann das einfach leicht übergehen oder es ist sogar schon, es ist das Umfeld fördert das sozusagen. Okay. Nicht halb-halb, sondern in Balance. Aber halb-halb von den Prozentzahlen, aber eigentlich in Balance. Wenn zu viel Yang ist, hat man Probleme. Und wenn zu wenig Yang ist, hat man auch Probleme. Und wenn zu viel Yin ist, hat man Probleme. Oder wenn zu wenig Yin ist, hat man auch Probleme. Und die Balance ist das, was wichtig ist. Balance wird immer dann da sein, wenn man ein Wohlbefinden hat. Innerlich. Also psychisch, aber auch körperlich. Dann ist die Balance da. Der Maßstab für Balance ist Wohlgefühl. Ja. Also nicht künstliches Wohlgefühl, sondern echtes Wohlgefühl. Okay. Also nicht durch andere Mittel erzeugtes Wohlgefühl. Ja. Ja. Meinst du jetzt natürlich oder meinst du als krank, also als Krankheit? Weil normalerweise, wenn du zum Beispiel, wenn du Yin hier hättest und also das wäre normal, ne? Normales Level und Yang wäre jetzt zu wenig, also hier zu wenig. Die Person wäre müde, tendenziell immer, weil Yang steht für Energie und Yin ist quasi die Nährstoffe der Energie. Also oder mit anderen Worten, Yang ist quasi wie die Verbrennung in einem Motor und Yin ist das Benzin. Und im Körper ist Yin zum Beispiel kann man nehmen als Blut oder Nährstoffe und Yang ist das Feuer, was die oder die Aktivität, die Nährstoffe verbraucht. Und deswegen, wenn Yang zu gering ist, wird dieser Patient immer Symptome haben von Trägheit, Kälte und so weiter, weil Yang fehlt. Yang muss auf dem gleichen Level sein, damit das idealerweise Yin benutzen kann, um zu verbrauchen, um zu transformieren, um zu transformieren halt. Yang transformiert immer Yin. Man kann, also zum Beispiel was Verdauung angeht, nehmen wir Verdauung. Yin ist das, was man dann isst, die Nährstoffe. Und Yang wäre das Feuer im Magen, was oder aus westlicher Sicht die Magensäure und die ganzen Aktivitäten, die dazu führen, dass man diese Nahrung spalten, aufnehmen kann. Das ist diese Yang. Okay. Dann hat derjenige zum Beispiel häufig in der Anfangsphase erstmal dünnen Stuhlgang mit Essensresten, die vielleicht nicht ganz verdaut sind, eher weichen Stuhlgang. Späterhin sogar würde man nicht drauf kommen, aber sogar Verstopfung. Verstopfung nicht aus zu viel Hitze, sondern Verstopfung, weil der Darm und so weiter gar nicht genug Kraft hat, gar nicht genug Power hat, das Essen weiter fortzuführen. Und dann hat man Verstopfung aus Yangmangel. Ja, aber derjenige wird auch Symptome haben wie Kälte und Kälteempfinden und so weiter und so fort. Wird Wärme sehr angenehm finden und ja, sowas. Ja. Genau, dieser Patient wird immer oft kalte Hände haben, sowieso. Der wird keine warmen Hände haben. Außer vielleicht später, wenn, das ist aber kompliziert, wenn irgendwann dadurch, dass er nicht gut verdauen kann,
Yin braucht auch Yang. Irgendwann wird auch Yin senken, weil er kann nicht mehr Nährstoffe zu sich nehmen. Irgendwann wird auch das runtergehen. Und dann entsteht, was in TCM heißt, leere Hitze. Weil irgendwann geht Yin sogar unter diesen Yang-Pegel, ist zum Beispiel hier Yin dann, und Yang ist hier wieder mehr als Yin. Und dann entsteht Hitze im Körper. Aber das ist, nennt man leere Hitze. Und das ist schon dann fortgeschrittenes Stadium von wie der Körper halt abbaut, sozusagen. Das haben übrigens sehr, sehr viele. Sehr, sehr viele. Das ist zum Beispiel dieses fiebrige Gefühl, wenn man schon seit Tagen nicht schlafen kann. Schlaflosigkeit oder wenn wir Jetlag haben, haben wir so ein fiebriges Gefühl. Ja, überall im Körper. Das ist so Schlafmangel. Das ist leere Hitze. Ja, aber manche Leute haben das als Dauerzustand. Nicht nur manche, viele Leute haben das als Dauerzustand. Ja. Die können dann auch nachts nicht schlafen und so. Ja. Natürlich, weil wenn du zu viel Yang hast, kann das Yin, das Nährende ist nicht da. Und wenn du zu viel Yang hast, verbrennt das Yin. Und irgendwann, das wird immer weiter senken. Und deswegen hast du, wenn das nicht im, die sind abhängig voneinander. Yin und Yang sind abhängig voneinander. Die kannst du nicht trennen sozusagen, okay? Wenn du Yang erhöhst, verbrennt das Yin viel mehr. Du musst ja, wenn du play hard, work hard, du musst ja auch deine Energie herholen, wenn du nicht nur arbeitest, sondern auch in den Ferien dann auch noch richtig aktiv bist. Die Energie muss ja irgendwo herkommen. Die zehrst du ja an deinem eigenen Körper. Und dann, du bist wahrscheinlich, also diejenigen sind dann schon erschöpft eigentlich und brauchen Ruhe von der Arbeit, aber in den Ferien wird man dann auch nur aktiv sein und man verbraucht eigentlich noch mehr. Ja. Ja, man kann natürlich dann, indem man, das geht, diese Sachen gehen für eine gewisse Zeit nur gut. Das ist das, was ich meinte mit dem Beispiel, dass man dann versucht, durch Vitamine oder so Zusatzstoffe quasi mit der Absicht her versucht, sich zu nähren oder sich was Gutes zu tun. Nur dadurch, dass das auch in diesem Sinne schnell gemacht wird und diese Produkte auch nicht echtes Nähren oder echte Ruhe und so weiter ersetzen können, ist dieses Spiel auch nur von kurzer Dauer. Ist wie eine kleine Flamme, aber letztendlich wird die Erschöpfung und der Mangel dann doch überwiegen. Weil man braucht einfach, oder die Faktoren, die zu wie echter Nahrung und echter Ruhe führen, sind einfach echte Nahrung, echte Ruhe. Und man kann nur ein gewisses Maß da rausholen und früher oder später haben diese Personen dann genauso wieder einen Mangel wie vorher. Das wird ja aktiv so gemacht. Man versucht immer bis aufs Letzte etwas rauszudrücken, was eigentlich keine gute Strategie ist. Ja. Ja, genau. Schlafen ist eine Yin-Aktivität. Ja. Für die Leute, die zum Beispiel, das ist ein Symptom, wenn man im Schlaf zu viel träumt, ist ein klassisches Symptom, das nennt man dann nicht mehr erholsamen Schlaf. Es gibt das Symptom, dass man einfach durch zu viel Träumen die Schlafqualität schlecht ist. Ja, das ist so, ja. Da kommen wir später zu. Aus reiner TCM-Sicht wäre zum Beispiel warm immer essen, warm trinken, Sport und Aktivitäten, ja. Alle Medikamente oder alle Kräuter und so weiter würden diese Anteile haben, die Yang steigern, Yang-Element drin haben. Und was Lebensumstände angeht, ist auch wichtig zu schauen, da kommen wir jetzt später drauf, wenn das hiermit zusammenhängt, Emotionen und Stimmung, ist wichtig, wie die interne Verfassung ist, weil das wird immer damit zusammenhängen. Wie beeinflusst die Psyche? Da kommen wir jetzt dann gleich drauf, warum das so wichtig ist hier, anstatt in vielleicht vor 200 Jahren oder in Asien früher. Dann ist wichtig, wie ist die eigene Verfassung? Was laufen vielleicht für unterdrückte Sachen parallel?
noch nebenher, die man nicht bewusst ist? Oder welche Freunde oder wie ist der enge Personenkreis, wie beeinflussen die einen? Das ist sehr, sehr wichtig. Ja. Okay, dann für heute Abend schauen wir uns zwei grobe Konzepte an, damit man mal sieht aus der Sicht der TCM, was die TCM dazu sagt oder überhaupt zu sagen hat. Okay, in der TCM macht man die Diagnose und auch die, oder das ist quasi ein Konzept, mit dem man Körper und Geist diagnostizieren kann und mit dem man das auch behandeln kann und Wechselwirkungen verstehen kann. Das ist einfach nur ein Konzept, was man benutzt. Und hier zum Beispiel, das sind die Elemente, die benutzt werden, also Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser. Und denen ist entsprechend auch Organe zugeordnet. Und ich schreibe einfach nur die wichtigsten an, damit man einfach nur mal eine Idee davon hat. Machen wir vielleicht so. Okay. Zu Holz ist Leber, Feuer ist Herz, Erde ist die Milz, Metall ist Lunge und Wasser ist Niere. Okay? Das hat seinen Sinn, warum und wieso das so ausgewählt worden ist. Für uns interessant, was dieses Konzept angeht, ist, vielleicht lassen wir das so stehen und dann schreibe ich jetzt einfach noch dazu an, was die TCM quasi emotionell sagt, welche Organe mit welcher Emotion zu tun haben. Okay, erstmal. Leber hat immer mit Wut zu tun. Wut, Hass. Und ich schreibe auch praktisch, okay? Das steht jetzt nicht so in den Texten, aber das wird auch mit Trauer zu tun haben. Und Aggression. Und auch klinisch wichtig für Leber ist zum Beispiel so etwas wie Schuld. Das steht auch nicht in den Texten, aber das ist so. Herz ist. Steht in den Texten zum Beispiel Freude. Aber da sagen wir gleich was noch zu. Milz ist quasi Denken. Ja, Milz und alle diese Elemente haben auch, das ist quasi das Yin-Organ, okay? Das Organ, was die Nährstoffe hat und was das ja, was die Nährstoffe hat und was quasi die, man kann nicht sagen, die Hauptrolle spielt, aber was den führenden Anteil hat, sagen wir mal so, physiologisch. Leber, Herz und so weiter. Mit denen hängt, mit der Leber, hier wäre zum Beispiel Gallenblase dabei, beim Herz wäre Herzbeutel, aber hier wird es klar, Milz ist Magen. Bei der Lunge ist Dickdarm und bei Niere ist die Blase. Okay? Das spielt erstmal hier nicht so die große Rolle. Denken und hier vor allem wichtig, Worry auf Deutsch, Sorge. Ja, okay, Sorge. Sorgen. Lunge ist Trauer. Und
da hängt auch viel mit Schuld. Und Niere ist Angst, Ängste oder Angst. Ja, dann haben wir alle. Okay, das sind die klassischen Emotionen, wie das in den Texten vorgestellt ist. Leber, und das ist nicht nur jetzt, wer ein bisschen oder wer das kennt, man sagt auch im Deutschen, ist dir eine Laus über die Leber gelaufen oder so. Oder jeder, der auch im normalen Medizinbereich arbeitet, wird diesen Zusammenhang kennen zwischen Leber und Wut oder Leberhass. Der ist sehr offensichtlich auch in der normalen, im klinischen Alltag, dass Leber mit Wut und Hass zu tun hat. Hier muss man auch sagen, das weiß man aus einfach der Psychologie, alles, was mit Wut, Hass und Aggression latent zu tun hat und der Leber, darunter steckt immer Verletzung oder Trauer. Man kann auch Verletzung schreiben. Verletzung aber hier emotional, ne? Nicht als körperlich. Unter diesen Symptomen, oder Groll ist auch sehr wichtig als Emotion, latenter Groll, das kommt sehr oft vor. Und darunter steckt immer Trauer oder Verletzung, immer. Schuld hier ist wichtig, auch was die Leber angeht, weil Leber regiert die Energie im Körper. Und oft hat man, dadurch, dass Schuld so einengt ist, hat man auch Lebersymptome, auch bei Schuld. Dann in den Texten steht bei Herz immer Freude. Das ist zum Beispiel wichtig, das wird im Herz gefühlt oder das wird auch in dem Geist sozusagen gefühlt. Die Probleme sind immer nur dann, wird gesagt, wenn man übermäßig Freude hat. Das ist aber im klinischen Alltag eher zu sehen bei Herz, das sagen die Texte, aber man könnte umgangssprachlich sagen Überstimulation, zu viel Reize, okay? Überstimulierung. Das ist damit gemeint, dass wenn Freude zu viel ist, dann wird das aufs Herz gehen. Okay? Auch alles, was mit Geräuschen und so weiter zu tun hat, zu lautes Umfeld, diese Menschen bekommen Herzprobleme. Zum Beispiel, es gibt auch Studien, wenn man nahe dem Flughafen wohnt, dass in dieser Flugschneise die Menschen mehr Herzinfarkt bekommen oder Herzprobleme, weil die immer diese Geräusche haben. Ruhe ist wichtig für das Herz. Herz ist auch quasi die Herberge für die Psyche. Ist wichtig, dass Ruhe ist, also akustisch. Und Überstimulierung wäre jetzt quasi, das würde auf dieses Organ gehen. Das ist immer die Wechselwirkung. Wenn man zu viel Wut und Hass ist natürlich, oder Trauer und Verletzung und so weiter sind natürlich, sind Teil vom Leben. Aber wenn man zu viel oder das latent die ganze Zeit hat als Gewohnheit, geht das auf dieses Organ. Das Organ beherbergt quasi diesen Prozess und dann wirkt sich das krankhaft auf dieses Organ aus. Bei Überstimulierung geht das aufs Herz. Für alle Patienten, die Herzprobleme haben und so weiter und so fort. Aber auch noch andere Sachen. So steht das in Texten und einfach aus Erfahrung. Okay, aber es gibt auch noch andere Faktoren. Milz, das sieht man auch sehr oft. Denken quasi beherbergt das, aber wenn man zu viel denkt, zu viel studiert, zu viel nachdenkt oder grübelt oder Sorgen hat die ganze Zeit, dann geht das auf die Magen, kann man so, wird auch so umgangssprachlich gesagt, es geht auf Milz und Magen. Und wenn man dann so einen Patienten nachcheckt, wird auch die Milz und Magen sehr schwach sein. Das fühlt man direkt. Andere Symptome werden das auch zeigen. Verdauung wird schlecht sein. Und in späteren Stadien der Appetit wird sogar wegfallen. Okay. Dann Lunge hängt immer mit Trauer zusammen, oft auch mit Schuld. Das ist dieser Brustkorb, der so drückt und der, zum Beispiel, das hat man oft, wenn Menschen jemanden verloren haben, zum Beispiel den Partner oder so weiter, und die nicht diese Verlust gut verarbeiten können, emotionell. Diese Patienten werden oft diese Probleme körperlich dann mit sich tragen, Monate, Jahre. Ist oft bei langer Trauer, langem Verlust, kommt diese Symptomatik. Das geht auf die Lunge selber. Okay. Und dann Niere ist Angst.
Ja, alle Ängste, Unsicherheiten, diese Art schlägt auf die Nieren. Das fühlt man auch. Wenn man Angst hat, fühlt man, wie die Energie von den Nieren gezogen wird. Ja. Das ist dieses Konzept. Damit arbeitet man klinisch als Heilpraktiker oder Akupunkteur oder mit den, wenn die, wie nennt man das? Wenn die Behandler mit dem emotionellen oder psychischen Teil arbeiten, arbeiten die oft mit diesem Konzept. Und wie man dann als Heilungsansatz hingeht, ist, neben den ganzen körperlichen Symptomen wird man versuchen, was zum Beispiel Akupunktur angeht oder was Kräuter angeht, versuchen da anzusetzen, dass man mit einfach Punkte wählt oder Kräuter wählt, die quasi dieses Organ versuchen wieder in Balance zu bringen, versuchen zu nähren, oder versuchen in irgendeine Balance zu bringen, dass diese Emotionen von der körperlichen Seite aus einfacher gefühlt werden, einfacher ertragen werden. Das wirkt sich meistens auf den Patienten so aus, wie er fühlt sich mehr erdig, er fühlt sich mehr gehalten, einfach nur körperlich. So wirken sich die Punkte oder Kräuter oft dafür aus. Wie das in den Texten beschrieben ist, ist allein einfach nur das, was ich quasi hier angeschrieben habe, mit nicht sehr viel mehr Detail. Das war's quasi, was die TCM erstmal in dem Konzept dazu sagt. Sie gibt nicht vor, wie Depression zu behandeln ist. Depression hier zum Beispiel kommt nicht vor. Das heißt, wenn jetzt ein depressiver Patient kommt, man würde die TCM-Bücher nehmen, da steht nichts. Man könnte dann denken, okay, ein Tipp. Depressiver Patient ist vielleicht traurig und der hat vielleicht irgendwelche Ängste oder macht sich zu viel Sorgen. Aber grundsätzlich, wie man den behandeln würde oder wie man da vorgehen würde oder dass das überhaupt als Symptom gesehen wird, steht in keinem Text in der Form. Es gibt mal Passagen, wo so etwas angehaucht wird in einer härteren Form, aber die Symptome, die man hier quasi vorfindet, sind in alten Texten nicht so vorhanden. Und das ist die erste Problematik dann, wie man behandelt. Okay? Auch die meisten, wie die Punkte beigebracht werden in Schulen oder wie Kräuterzusammenstellungen beigebracht werden in Schulen, zielen meistens, wenn überhaupt, auf die Psyche, auf solche Zusammenhänge ab. Es gibt dann quasi keine Kräutermischung, die für Depression ist, oder es gibt keine Kräutermischung, die für Überstimulation quasi ist. So in der Form, nein. Okay, das ist erstmal das erste Problem aus TCM-Sicht. Vielleicht, wenn ein paar Fragen hierzu einfach nur zu diesem groben Konzept sind. Das sind die Elemente, denen das zugeordnet ist. Zum Beispiel, das ist etwas, führt etwas tiefer in dieses Konzept ein, aber die benutzen diese Elemente. Da gibt es auch noch Wechselwirkungen zwischen diesen Elementen, die man benutzt für Diagnose. Und diese Elemente sind quasi Symbol für was diese Organe machen. Zum Beispiel, Leber hat immer die Tendenz zum Ausbreiten, okay? Wie ein Baum. Baum will immer wachsen und ausbreiten. Und Leber, wie das die Energie vom Körper beeinflusst, ist immer ausbreitend und hat eine Qualität von Holz. Das muss immer, wie wenn der Saft im Baum fließt, muss immer gleichmäßig langsam fließen. Und eine gesunde Leber funktioniert so. Tagsüber wird die immer sich ausbreiten und die gibt wie so eine Grundenergie einfach und reguliert alle Energie im Körper. Und nachts geht das alles wieder da rein, wenn man dann idealerweise, wenn man schläft. Und ja, wie ein Baum. Das ist quasi Holz wie ein Baum. So ist es genau. Doch kann man, wird so angesetzt. Wenn zum Beispiel bei Qigong oder nee, zum Beispiel bei Qigong oder solchen Derivaten quasi, die mit TCM arbeiten, wird das tatsächlich gemacht. Man verbindet sich auch mit dem Element, ja klar.
Zum Beispiel auch Leute, die dann viel, bei egal welchem Element wird das helfen. Doch, doch, da gibt es einen Zusammenhang. Ja. Ja. Egal, auf jeden Fall, diese Elemente haben sehr wohl in ihrer Eigenschaft was damit zu tun und auch in der Wechselwirkung. Das ist sehr faszinierend und schlau und sehr, selbst wenn man sich Jahre mit diesem Konzept beschäftigt, entdeckt man immer noch was, selbst nach Jahren, wie schlau das gemacht ist. Ja? Ja, auf jeden Fall. Genau. Das ist in der TCM genauso. Deswegen wird das so eingeordnet. Bestimmte Lebensmittel haben mehr dieses Element, wirkt eher auf dieses Element. Wir haben auch, ich habe jetzt nur für diese Emotionen und Psyche die angeschrieben, diese emotionellen Eigenschaften. Aber die Liste zu Holz ist sehr, sehr lang. Gibt es auch Geschmacksrichtungen und noch viel mehr. Aber das führt über den Rahmen jetzt zu weit dann. Ja. Aber sehr wohl hat das mit dem Element zu tun. Das hat einen Grund, warum das so ist. Das ist nicht einfach nur so aus Bezeichnung. Auch wie die dann wechselwirken. Zum Beispiel dann in diesem System aus Holz wird Feuer gemacht. Die sind in der richtigen Reihenfolge hier. Zum Beispiel, Holz macht Feuer. Und wenn das Feuer verbrannt ist, bekommt man Erde oder Asche, aber eigentlich Erde. Das ist sehr schlau gemacht alles. Okay. Ja, zum Beispiel ADHS ist, zu ADHS kann man zwei Sachen sagen, okay? ADHS, vor einigen Jahrzehnten hat niemand darüber gesprochen. Und inzwischen reden alle über ADHS. Aus meiner Sicht ist es einfach für sensible Menschen oder von den Patienten, die ich sehe, auch besonders bei jungen Leuten, wo immer diagnostiziert wird ADHS. Aus meiner persönlichen Sicht ist, dass diese jungen Leute sehr stark unter Überstimulation leiden, ohne dass sie es unbedingt wissen. Und es wirkt sich in deren Verhalten als ADHS aus. Ich wette damit, vor meine Oma oder mein Großvater hätte zu einem ADHS-Kind gesagt, ja, das ist einfach sehr lebhaft. Okay? Aber ich würde nicht so weit gehen. Ja, und das wird jetzt aufgenommen, aber ich sage das, aber das meine Meinung ist. Ich würde nie so weit gehen, im Normalfall Medikamente zu geben, chemische Medikamente. Einfach so als, wie sagt man, als Vorsorge oder als prophylaktisch oder auch einfach so weit gehen, Medikamente, es wird ja so Ritalin und andere Medikamente verschrieben, ist, die Nebenwirkungen davon sind sehr stark. Auch ich kenne mehrere, auch Jugendliche, die haben Ritalin zum Beispiel dann wegen ADHS mehrere Jahre genommen und die fühlen das bis in ihren 30ern, was das mit ihrem Gehirn gemacht hat und so weiter und so fort. Und ich kannte diese Person und diese Person aus meiner Sicht hatte einfach vielleicht ein bisschen emotionelle Probleme auch, aber das hatten die Leute vor 50 oder 100 Jahren auch. Okay. Und wird als ADHS. Heutzutage wird alles als ADS quasi diagnostiziert, wo ein Kind einfach lebhaft ist, nicht konzentrationsfähig ist und sehr stark stimuliert. Das wird, ja. Nee, weil ADS in der Form sehr jung ist als Diagnose. Und was ich beobachten würde, wenn ich es einkategorisieren würde, sind alle Kinder oder Jugendliche, bei denen ADHS oder Erwachsene, bei denen ADHS festgestellt wird, Herzerkrankung kannst du so sagen, ja, Herz ist immer die Herberge von der Psyche. Dadurch ist Herz immer in Mitleidenschaft gezogen, was ADHS angeht. So, ja, kann man sagen, als aus TCM-Sicht, okay? Aber jetzt genauer analysiert wäre ADHS immer, ist eine Form wie von Depression, unterschwellig und
oft ist er wie so ein innerer Zwiespalt auch emotionell bei diesen Personen. Und dadurch ist auch diese Ablenkung oder Stimulierung oder diese Nichtfähigkeit, sich zu konzentrieren, da innerlich. Das ist das, was ich feststelle bei den Personen. Und ja, aus TCM sicher klar, dadurch, dass das Herz die Psyche beherbergt, wird man immer Herzsymptome haben. Später bestimmt auch, ja. Aber es hängt dann davon ab, ADS ist aus TCM-Sicht kann man nicht sagen, kann man nicht so grob damit umgehen, wie diese Diagnose vergeben wird. Weil du hast 4 ADHS-Leute, die haben alle aus TCM-Sicht verschiedene Symptomatik. Das Einzige, was gleich ist aus der objektiven Beobachtung, ist, dass sie vielleicht Konzentrationsschwäche haben und unruhig sind. Aber das kann viele Gründe haben aus TCM. Und deswegen ist das nicht so einfach zu kategorisieren, wie man jetzt aus westlicher Perspektive einfach eine ADHS-Diagnose vergeben würde. Auch bei Jugendlichen. Das kann sein, dass der eine sehr starke Wut hat. Einfach unterschwellige Wut und deswegen so aktiv ist. Das kann sein, dass jemand Angst hat, aber aus Angst in der Schule die ganze Zeit versucht, Ablenkung zu suchen. Und allein durch diese 2 Emotionen hat man ADS, aber mit ganz anderen unterschiedlichen Grundlagen darunter. Es ist einfach bequem, ADS zu diagnostizieren, sagen wir mal so, aus meiner Sicht. Okay? Noch etwas. ADS stelle ich fest, heutzutage einige Lehrer haben mir berichtet, dass in der Klasse dann, in so einer normalen Klasse, 5-Klässler oder so, hat man inzwischen schon bei 20 Kindern, sind da mindestens so 8, 9, 10 ADS. Das ist so, habe ich öfters gehört. Das hängt auch damit zusammen, wenn man so die ich habe viele Kontakte zu Lehrerinnen und zu Lehrern und auch die Aufmerksamkeit, die man den Schülern geben kann und wie der Druck auch ist im Klassenzimmer heutzutage, ist auch sehr, würde ich schon fast sagen, eine logische Schlussfolgerung daraus, dass diese Erscheinung hervortreten. Weniger Geld für die Belegschaft muss mit mehr Kindern arbeiten. Die Kinder haben diese Stimulation von Handy und sozialem Druck sowieso mehr, viel mehr als früher. Und das alles trägt dazu bei, dass diese Diagnose einfach sehr im Moment sehr in Mode ist sozusagen. Es kann sein, dass das Ganze in 50 Jahren wieder ganz anders aussieht. Vor 50 Jahren gab es nicht so ADS in der Form. Gab es nicht. Okay, das ist ein Konzept. Und das letzte Konzept, was tiefer geht, worüber wir reden können heute Abend, das wird kaum benutzt in der TCM und das liegt auch daran, dass das quasi in den Texten nebenbei erwähnt wird und das bietet aber quasi den wie ich das beobachtet habe, den schlausten Ansatz, was die TCM quasi für die Psyche zu um das als Ansatz oder als Basis zu nehmen, um eben westliche Krankheiten wie Depression oder wie ADS oder wie solche Krankheiten quasi adressieren zu können. Und das sieht dann folgendermaßen aus. Hier die Wörter, die ich benutze, sind die chinesischen Wörter, einfach die Umlaute, wie man das auf Deutsch übersetzen würde. Es ist schwierig dafür, Übersetzungen zu finden, aber ich versuche einfach einige daneben zu schreiben. Was wir vorhin hier hatten als Herz, das beherbergt ja, wie ich meinte, die Psyche oder den Geist sozusagen. Auf Chinesisch heißt Psyche oder Geist Shen. Okay. Ich schreibe in Klammern, wie man das übersetzen könnte. Man könnte das als Geist hier nicht im Sinne wie der Geist, sondern unsere Psyche, der Geist. Ne? Geist, Psyche, so ist, auf Englisch wäre das zum Beispiel Mind, the Mind, ich weiß nicht, auf Deutsch, der Geist, wie man das... Okay, und dann gibt es, und das hier ist dem Herz zugeordnet.
In den Texten steht immer, das Herz beherbergt den Geist, die Psyche. Das ist quasi das Organ, beherbergt die Psyche. Okay? Das Konzept, das Gehirn quasi mit dem Geist und so zu tun hat, gibt es auch in der TCM, aber es ist sehr selten. Aber es gibt es auch und die Korrelation wird auch selten beschrieben. Aber es ist, wenn von der Symptomatik und wie man das auch sonst benutzt in TCM, ist immer das Herz quasi die große Herberge von der Psyche oder von dem Geist. Und dann hat man die anderen Organe. Machen wir die richtige Reihenfolge. Feuer, und das haben wir ja. Dann wäre Erde. Dann wäre Metall. Okay, das Herz ist quasi die Herberge von dem Geist. Das heißt, klinisch gesehen, egal was man, wenn man eine Person behandelt, egal wie man die körperlich behandelt, wenn die Ursache emotionell oder psychischen Ursprung hat oder die Psyche oder Emotionen damit involviert sind, wird man letztendlich immer das Herz oder den Geist mitbehandeln müssen, weil das die Herberge von dem Geist ist. Okay? Dann Hun, das ist mit der Leber assoziiert. I ist mit der Milz. O ist Lunge. J sind die Nieren. Okay. Und in manchen Texten wird dann die Psyche nochmal aufgegliedert in bestimmte Aspekte, körperlich. Und fangen wir mit dem ersten an. Und das ist einer der wichtigsten. Das ist Hun. Hun kann man übersetzen wieder als, das ist auch eine Frage. In Chinesischem, was man auch sagen kann, Hun ist auch sowas wie die Seele oder ein Hungergeist, auch kann man auch so bezeichnen. Am besten kann man das als, um ein anderes deutsches Wort zu benutzen, kann man das wie die Seele benutzen. Okay? Wenn man die deutsche Sprache und die deutschen Konzepte benutzt, könnte man Seele sagen. Seele hier nicht wie der Geist, sondern Seele wie dieses Unsichtbare, was in einem ist und bestimmte Gefühle und so weiter hat und was auch, wenn man stirbt, weitergeht. Aus TCM-Sicht, okay? Deswegen, wir schreiben einfach Seele hier hin. Okay, und das wird in der Leber beherbergt, vom Organ her. Jetzt wichtig ist, damit der gesunde Körper oder die gesunde Psyche vorhanden ist, dieser Aspekt von Hun begleitet immer das Herz in all seinen Bewegungen. Wie schon vorher gesagt, bei dem Holz, Leber ist immer für Bewegung. Okay? Und Hun ist der psychische Aspekt aus der TCM, der alle Bewegungen und Antriebe für den Geist gibt, für das Herz. Okay? Zum Beispiel alle Pläne, wenn man plant oder wenn man Ziele hat im Leben oder wenn man Inspiration hat im Leben oder zum Beispiel der Aspekt von künstlerischer Aspekt, dass man malen, tanzen will oder als Ausdrucksform. Das hat alles mit diesem Aspekt zu tun, mit Hun. Und das heißt immer, Hun setzt das Herz in Bewegung und geht später auch wieder zurück. Zum Beispiel nachts, wenn man schläft. Das kommt, setzt den Geist in Bewegung und geht dann wieder zurück. Zum Beispiel nachts, wenn man schläft, geht das wieder in die Leber. Okay?
Und das ist wichtig zu, sich vorzuhalten, weil das bedeutet, wenn jemand zu wenig Inspiration hat, zu wenig oder keine Ziele hat oder keine Inspiration hat oder sich nicht ausdrücken kann, in der Form, wie das seine Seele, wenn man jemanden sieht, wie das seine Seele so geben würde, dann hat er stagniert, diese Bewegung von dem Hund. Und das ist einer der Ansätze, die die TCM gibt, um einen Patienten so zu behandeln. Weil das ist, was wir dann zum Beispiel auch unter anderem Depression nennen. Wenn jemand nicht genug Ziele hat, dann sage ich, ja, was willst du machen, weiß ich nicht. Oder was treibt dich denn an, weiß ich nicht. Was willst du machen später, weiß ich auch nicht. Oder die wissen auch nicht zum Beispiel, welche Partner sie wählen wollen oder was sie wählen wollen. Oder die haben keine Ziele, keine klaren Ziele. Das hängt mit einem Mangel hier an, von diesem Hund, kann sich nicht frei bewegen. Das ist sehr wichtig, den Patienten dann hier zu unterstützen, dass diese Bewegung wieder stattfindet. Und wichtig auch hierfür ist zum Beispiel auch die Leber zu stärken, auch mit gesundem Schlaf oder auch, was das hier sehr stark anregt, Sport. Sport zwingt einen dazu, dass die Leber und dass diese Bewegung da reinkommt. Deswegen ist Sport unter anderem so wichtig, was dann auch erdet. Dementsprechend, es gibt einige Ansätze von Lehrern, die dann diese Konzept benutzen, die dann bestimmte Punkte in Akupunktur benutzen oder auch Kräuter aus dieser Perspektive benutzen, um westliche Probleme oder jetzt, wie das auch in Asien immer mehr wird, um diese Krankheiten ansprechen zu können. Okay? Wichtig ist einfach, dass dieser Hund frei fließen kann, sich ausdrücken kann. Und das Herz in Bewegung setzt für Ziele, Inspiration, Wünsche, heilsame Desire, ich weiß nicht, heilsame Verlangen, etwas zu tun, Antrieb, das ist quasi der Antrieb, so dass das Herz dadurch stimuliert wird. Wenn das zu wenig ist, hat man dann, was man Depression nennt, unter anderem. Zum Beispiel kräutertechnisch, wenn man diese Konzept nimmt, würde man hingehen und stimuliert nicht unbedingt, dass die Seele, die Bewegung der Seele an sich, sondern man gibt dem Hund eine gute Herberge, dass sie wieder gut verankert sein kann in der Leber und gute Nahrung hat, was das unterstützt letztendlich, dass sie wieder sich raustraut. Oder dass wieder frei rausgehen kann. Kräutertechnisch arbeitet man eher mit der Gegenrichtung, damit das wieder frei fließen kann. In dem Fall, wo das nicht stark genug ist. Ansonsten, wenn das eher damit zusammenhängt, dass die Person, dass das stagniert, dass zum Beispiel die Person vielleicht viele Wünsche hat, eigentlich, aber das stagniert, das ist wie in sich gefangen. Dann geht man hin mit Kräutern zum Beispiel, die diese Anspannung lösen. Und das wieder frei fließen lassen. Körperlich fühlt sich das dann auch so an. Wie zum Beispiel, oder nehmen wir Alltagsbeispiele. Alkohol wirkt hier drauf. Deswegen bei Alkohol hat man dann dieses Gefühl, ach, das fließt alles. Und man redet, was man will und fühlt, was man will, weil Alkohol auf die Leber geht und die Energie der Leber wird entkrampft. Und dadurch, dass die Leberenergie durch Alkohol entkrampft wird, kann diese Hund frei fließen. Alkohol hat die Nebenwirkung, dass man vergiftet, die Leber vergiftet, ja, aber man hat dadurch, zum Beispiel ist, wenn man ein bisschen Alkohol trinkt, so kann das auch gesunde Wirkung haben. Also das ist jetzt keine Werbung für Alkohol, aber
Aber das hat diese psychische Wirkung sozusagen. Okay, das entspannt. Aber es gibt auch Kräuter, die genauso wie Alkohol wirken in ihrer entspannenden Funktion, aber keinen Alkohol natürlich beinhalten, sondern das wird einfach pflanzlich entspannt, dass diesen Aspekt ohne Alkohol. Das wird durch diese Kräuter bei Stagnierung erreicht dann. Und Akupunktur übrigens ähnlich. Akupunktur gibt es bestimmte Punkte, die diese Leberkanäle entspannen, so dass das frei fließen kann. Bei Stagnation jetzt. Ja. Es gibt mehrere Sorten von, wie diese Hun daran gehindert wird, frei zu fließen. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Okay. Lavendel beruhigt eher, beruhigt das Herz. Das hat hiermit weniger zu tun. Ja? Lavendel beruhigt eher. Ja? Die Kräuter, die dem hier eher eine Herberge geben, werden eher in Richtung bitter sein. Ja? Bitterstoffe. Okay, das ist einmal zu dem Hun. Dann ach so, noch ein wichtiges Konzept. Die in der TCM, dieses Hun bleibt auch, wenn man stirbt. Und auch nachts, nachts geht das zurück in die Leber, aber das ist auch, was die Träume anregt. Das ist dieser Aspekt von dieser inneren Seele, das ist dieses Hun. Was natürlich auch deswegen mit dem Antrieb und Inspiration und so weiter zu tun hat. Das kommt von der Seele. Deswegen hat das auch mit diesem künstlerischen Aspekt zu tun, wenn man so will. Noch eine Sache. Was ist, wenn das Hund zu aktiv ist? Dann hat man das, was man Manie nennt. Manie, manisch. Man ist zu wild. Ja. Und ja, oder zum Beispiel kann Schlafstörungen durch Manie kommen oder es kann auch sogar durch die psychische Aspekt, durch Wille kommen. Manche Leute fühlen sich müde, aber machen dann durch Inspiration und Willen extra noch weiter in der Nacht durch. Das ist auch, dass diese Hundenbewegung zu stark angeregt wird. Eigentlich, wenn die auf ihren Körper hören würden, würden die fühlen, dass sie müde sind, aber die hören nicht drauf und psychisch gehen die dagegen und setzen das zu stark in Bewegung. Das geht natürlich. Das ist natürlich nicht gut. Weil diese Hund muss kommen und gehen. Das muss gehen, aber auch wieder kommen, um sich auszuruhen. Wie vor, was wir mit dem Yin besprochen hatten. Das ist sehr wichtig. Okay, das nächste ist I. I, das ist ein Aspekt von auch von der Psyche und der hat eher zu tun mit wie die Milz vor bei dem anderen Konzept mit Denken. Hier hat er aber eher zu tun, natürlich auch mit Denken, aber hier geht es eher um Erinnerung. Das, die Aktivität, dass man sich erinnert. Ach ja, wichtig, auch Konzentration wie bei dem anderen Konzept. Und auch wichtig, wenn das zu viel, oder das ist überhaupt die, sagen wir, das ist die, die Aufgabe. Erinnerung und die Möglichkeit, dass der Geist lernen kann, wie wenn man lernt, also Bücher lernt oder für eine Prüfung lernt oder irgendetwas lernt, intellektuell, und sich konzentrieren zu können, hier auch im Sinne von wie lernen. Nicht im Sinne von geistige Konzentration wie ADHS oder so, nicht in dem Sinne, sondern im Sinne wie studieren, lernen, konzentrieren. Damit hat, und auch Erinnerung von wie der Geist auf Erinnerung zugreift. Damit hat I zu tun. Das sieht man dann auch klinisch bei Leuten, die dann zu viel davon haben oder zu wenig. Zum Beispiel, wenn Magen oder Milz zu sehr angeschlagen ist, wird das früher oder später auch auf die Erinnerungsvermögen der Leute gehen. Konzentration wird nicht möglich sein. Das ist alles im negativen Sinne. Zu viel wird sein für Leute, besonders wichtig klinisch, die zu viel, wie bei dem anderen Konzept, Sorgen haben und zu viel nachdenken. Obsessive, was ist auf Deutsch?
Zwangsdenken, also zwangsnach, immer zwanghaft denken, zwanghafte, auch übrigens alle zwanghaften Sachen haben hiermit zu tun. Dieses zwanghafte Denken, zwanghafte Sorgen machen, das ist, was dieser Aspekt ist, wenn er zu viel ist. Wie das behandelt wird, klinisch, ist immer mit Kräuter oder Akupunktur stärken. Egal, ob es zu wenig oder bei zu viel macht man das, beruhigt man das, aber ansonsten stärkt man das immer. Dieser Aspekt, da das mit Milz und Magen zu tun hat, muss immer gestärkt werden. Was die Lehrer in der TCM immer sagen, was wichtig ist, wenn man sich um sich selber kümmern will oder auch Leute behandelt, Nahrung und Schlaf ist das, was, nachdem wir geboren sind, uns Energie gibt. Die beiden Sachen, wie man die Ernährung und der Schlaf. Deswegen, egal wen man behandelt, muss man immer zusehen, dass derjenige gut essen kann und dass derjenige gut schlafen kann. Dann hat man die Energiezufuhr für sich selber gewährleistet. Solange wir Embryo sind, bekommen wir die Energie und Nahrung von der Mutter. Aber nachdem wir geboren sind, sind das unsere Energiequellen. Der Schlaf und die Nahrung. Und das ist das A und O. Auch wenn man Patienten behandelt, die zum Beispiel Chemotherapie oder härtere Sachen als Krankheit haben, da muss man unbedingt diese beiden Faktoren beachten. Wenn man da zu kurz kommen lässt, haben die nicht die eigene Energie. Früher oder später muss man ja wieder auf den eigenen Beinen stehen und das wird durch diese beiden Faktoren gewährleistet. Das wird hier dann gestärkt. Okay, dann Po, das hat eigentlich mit Körperlichkeit zu tun. Körperlichkeit und alle physischen Empfindungen oder körperlichen Empfindungen. Nicht die psychischen Empfindungen, sondern körperlichen Empfindungen. Und oft werden Po und Hun gemeinsam erwähnt. Hun ist der geistige Aspekt, immaterielle Aspekt sozusagen, und Po ist der materielle Aspekt, der körperliche Aspekt. Wenn wir sterben zum Beispiel, Hun geht weiter, Po stirbt, geht zurück zur Erde, von dem Körper her. Und Po hat alles zu tun, das ist mit der Lunge, hat das zu tun, und hat alles mit Körperlichkeit und auch den Empfindungen zu tun. Auch zum Beispiel bei Qigong, diese Qi hat auch mit Lunge zu tun. Und das bestimmt alles, wie der Körper reagiert, sich fühlt, in diesem Konzept sich fühlt und so weiter. Auch ein bisschen, wie die Energie gesteuert wird, aber hauptsächliche Energiesteuerung geschieht natürlich durch Geist, durch Hun vor allem, aber körperlich, die Grundlage quasi, kommt durch Po. Klinisch gesehen, hier ist ein bisschen anders als bei den anderen vier oder fünf sozusagen. Hier achtet man einfach nur darauf, auf alles, was mit der Lunge zu tun hat, praktisch gesehen. Atemschwierigkeiten oder wenn das psychisch sehr stark bedingt ist, zum Beispiel wie Brust eingeengt, Brustkorb ist eingeengt oder schwere Atmung oder Atemnot, all solche, die aber psychisch bedingt sind, emotionell bedingt sind, dann wird man auch auf jeden Fall das Po mitbehandeln. Oder wenn zum Beispiel auch bei Rheuma oder solchen Geschichten, ist auch immer mit der Lunge, hat das zu tun, der Schmerz ist körperlich, wandert und wenn der psychisch bedingt ist, dann wird man zum Beispiel auch Po unter anderem hauptsächlich adressieren. Okay? Po ist alles, was nicht scharf, sondern wie Minze. Was ist das? Mir fällt der Name nicht. Wie Minze. Scharf ist eher wie Chili und so weiter und Minze, es gibt einen extra Namen dafür. Alles wie Minze, diese Eigenschaft, mir fällt der Name gerade nicht ein. Ja, ja, das ist ja Minze, aber es gibt auch noch viele andere Kräuter, die dieses wie Minze haben. Weiß ich nicht, mir fällt das Wort nicht ein. Ja.
Ja. Es gab irgend so ein englisches Wort. Spicy. Vielleicht kommt es mir wieder, ja. Auf jeden Fall alles, was wie Minze ist oder diese Schärfe, wenn man so will, diese leichte Schärfe hat, das ist mit Lunge. Okay, und das letzte ist Zhi, das ist in den Nieren und das hat damit zu tun mit Willenskraft. Und andere Wörter wären dafür zum Beispiel Determination, was ist das? Will, Entschlossenheit, ja, Entschluss, Entschlossenheit. Und zum Beispiel auch, was hätte ich? Enthusiasmus, aber hier in dem nicht wie Hun diese Inspiration, sondern Enthusiasmus für, dass es die Kraft gibt, okay? Enthusiasmus im Sinne von Kraft. Das ist wichtig bei Patienten. Enthusiasmus im Sinne von etwas, was Energie gibt. Die Idee kommt von Hun zum Beispiel, die Inspiration kommt von Hun, aber die Power, das zu verwirklichen, kommt von Zhi, von den Nieren. Das ist wie wenn man das deutsche Sprichwort benutzt, den Rücken stärken für etwas. Das ist, weil die Nieren die Angst beherbergen und deswegen, wenn man die Nieren stärkt, hat man dann Power. Okay? Ja, dieser Aspekt ist dann klinisch so, wenn man jemanden, einen Patient hat, der keine Willenskraft hat, keinen Antrieb für etwas, aber hier nicht wie Hund, sondern einfach die, er sagt dann zum Beispiel, ja, ich habe viele Ideen, aber ich kann einfach das nicht machen. Das bedeutet, er hat vielleicht Hun, er hat vielleicht den Enthusiasmus, aber er hat nicht die Kraft, das durchzuführen. Oder er kann keinen bestimmten Entschluss fassen für etwas. Nieren gibt quasi die Energie dahinter. Okay? Und das ist psychisch, hat man auch sehr, sehr oft. Alles, was wo die Erschöpfung schon sehr lange ist bei Menschen, wo die Psyche schon so weit darunter leidet, dass man keine Kraft mehr für das Leben hat, oder schon so weit auf die Psyche gegangen ist, oder bei sehr viel ist das auch bei Depressionen, wo das vorkommt, da hat man diese Symptome, wo man das stärken muss. Das wird auch einfach über Punkte oder Kräuter gemacht, dass man die Nieren einfach stärkt. Das wirkt dann auch so auf die Psyche, dass man wieder mehr Kraft bekommt für etwas. Ja. Und das sind die Aspekte, die quasi in den Texten so noch zusätzlich beleuchtet werden. Die sind alle beherbergt von dem Geist. Das heißt, wenn man jemanden zum Beispiel behandelt für diese Hun, muss man Hun und und Shen behandeln. Wenn man jemanden, das die für die Willenskraft behandelt, von Nieren, die zu schwach ist, muss man das und den Shen mitbehandeln, weil der hier die beherbergt. Das be bedeutet, dass wenn zum Beispiel die Willenskraft zu lange, zu gering ist, wird irgendwann das Herz mit dadurch beschädigt werden. Die Psyche an sich wird einfach mit in Mitleidenschaft gezogen. Das ist das, was man dann innerlich wahrnimmt, wenn man depressiv ist oder psychische Probleme hat, wo das ganze eigene System quasi emotionell so in Mitleidenschaft gezogen wird. Das ist, weil diese immer von dem Shen beherbergt werden. Herz wird auch so gesagt, ist wie der Kaiser. Und die anderen Organe, wie bei diesem vorherigen Konzept, sind die Minister oder sind die Helfer sozusagen. Und der Herz ist immer die Hauptperson, Hauptinstanz, genau.
Genau, nee, das sind dieselben. Das sind die Elemente. Also das ist Feuer, ja, Feuer, Holz, wie vorher, Erde. Ja. Das ist quasi nur ein anderes Konzept von dem vorherigen, was mehr aus der psychischen Richtung oder emotionellen Richtung beleuchtet worden ist. Feuer, Holz, Erde, Lunge ist Metall und Nieren ist Wasser. Ja, Wasser. Und das ist schon sehr speziell, wie das so in den Texten steht. Das steht nicht in normalen Texten, wie man dann bestimmte psychische Sachen behandelt, wie man Depressionen behandelt, wie man Leute mit zu wenig von diesen Aspekten behandelt, sondern das Einzige, die Krankheiten, die psychisch dann erwähnt werden in chinesischen Texten, sind zum Beispiel bei Hun Mani, das gibt es, weil das gab es auch damals. Da gibt es berühmte Beispiele, wie wenn dann manche zum Beispiel auf der Straße nackt rumlaufen und irgendwelche Sachen schreien, die den Verstand so verloren haben. Das gilt als wie das Hun ist komplett außer Kontrolle geraten mit dem Herzen. Das wird sehr wohl in Texten so beschrieben. Aber alle milderen Formen und Derivate, die wir hier so haben, keine Anleitung dazu. Und zu den anderen ebenso wenig. So, und das ist sozusagen der Status, der von der TCM quasi in der Theorie gegeben wird. Bei allen Faktoren wird immer die Körperenergie oder Qi mit beeinflusst. Bei allen. Sowieso auch wieder, ja. Ja. Nicht nur, der ganze Körper, sondern selbst die Leber an sich hat Yin und Yang, Milz hat Yin und Yang und ja. Jedes Organ kann nochmal unterteilt werden in Yin und Yang, aber auch in den Korrelationen zueinander gibt es Organe, die sind mehr Yin und manche sind mehr Yang. Quasi du kannst die ganzen Konzepte nochmal in Yin und Yang einzeln unterteilen. Und als hilfreich zum Beispiel, so wie das auch bildlich benutzt wird in der chinesischen Medizin, damit es einfacher ist zu fühlen oder zu erfassen, Yin ist immer wie die Frau und Yang ist immer wie der Mann. Das heißt, du hast wie eine Frau weiblichen Aspekt in der Leber und das wird auch wie eine Heiratsbeziehung so geschildert, für wer was zuständig ist oder wer was eher macht. Zum Beispiel in der Leber die Frau. In den beiden Organen wäre zum Beispiel die Gallenblase der Mann und Leber die Frau. Und das Zusammenspiel ist sehr wichtig. Muss es geben, weil die Variationen, wie Krankheiten auftauchen können, sind auch quasi nahezu unendlich. Logischerweise. Ja. Und deswegen zur Behandlung brauchst du auch unendlich viele Möglichkeiten, damit du alle Faktoren benutzen kannst, quasi, um das zu heilen. Korrekt. Korrekt. So kann man die Arbeit ansehen. Ja, so ist das wirklich. Und dann. Korrekt, korrekt. Korrekt, korrekt, korrekt. Ja, korrekt. Auch mit Kräuter ist genau dasselbe, ja. Je besser und je mehr Erfahrung man hat, desto mehr weiß man, eigentlich das Wichtigste ist erstmal die Diagnose, ist das Allerwichtigste. Je mehr Methoden man hat zur Behandlung, ist gut, aber eigentlich, wo es an der Tiefe fehlt, ist besonders die Diagnose. Diagnose ist das Allerschwierigste. Ja, das klingt so einfach, aber es ist sehr, sehr schwierig. Ja. Ah, das hatte ich vergessen zu erwähnen. Ja. Es ist so, dass zum Beispiel deswegen kann man den Schluss folgern, dass eigentlich letztendlich fast alle Krankheiten letztendlich einen psychischen Ursprung haben. Ja.
Man kann das so ansehen, wenn es nicht gerade dadurch, dass die Gewohnheiten und wie die Psyche auf die Organe wirken und dadurch, dass das Qi dadurch anders oder diese Lebensenergie anders fließt, die Krankheiten, die durch Gewohnheit, emotionelle, psychische Gewohnheit und auch Lebensgewohnheiten dadurch beeinflusst wird, geht auf die Psyche zurück. Ja, ist auch so. Das steht in allen Büchern glasklar, wenn man das so beachtet, definitiv, ja. Die einzige Ausnahme ist, wenn das durch Arbeit entsteht, durch Unfälle entsteht oder zum Beispiel durch äußere Faktoren wie Wetter, wenn das jetzt nicht unbedingt eine Schwäche vorliegt, aber durch einfach äußere Faktoren. Das ist eine Ausnahme. Und das ist wichtig, dass du das sagst, weil zum Beispiel, wo ich dann meinte mit den Ländern, die ganz unterschiedlich sind von den Gewohnheiten. Zum Beispiel, jetzt waren wir in Vietnam. Das war das erste Mal, dass ich in Vietnam war. Und was du da hast an Krankheiten, ist eigentlich mit der Depression und so weiter, das hast du nicht da. Okay? Die Leute sind ärmer und die Leute arbeiten, wenn eher hart. Und deswegen hat man eher alles körperliche Probleme mit den Gelenken, mit den Knien und so weiter und so fort, Rücken. Aber psychisch hast du andere Probleme. Sehr viel Schlaganfall, sehr, sehr viel Schlaganfall. Und sehr, sehr viel Herzinfarkte. Und das hängt damit eher zusammen, habe ich mir vom Lehrer dann so sagen lassen, dadurch, dass die vietnamesische Kultur eher so in die Richtung einer natürlich asiatischen Kultur geht, wo viel mit Macht und Druck gearbeitet wird. Wenn du dann Arbeiter bist und aus dieser Situation raus will, ist es fast schwierig oder vergebens. Und dadurch die ganzen Probleme werden in dieser Enge und mit diesem großen Hasspegel aufgeführt, was zu diesen Schlaganfällen oder zu diesen Herzinfarkt führt. Und deswegen hast du so viele Schlaganfälle, viel, viel mehr als hier oder so. Wenn du dann wieder nach Deutschland kommst oder nach Amerika oder Europa, ist eigentlich 70% mindestens alles quasi nur psychisch erzeugte Probleme kann man so ganz grob sehr wohl so sagen. 70% mindestens. Die ganzen Verdauungsstörungen, Schlafstörungen und so weiter, ist alles psychischen Ursprungs glasklar, weil die Gesellschaft hier in dem Maß ist. Und ich war nicht in so vielen Ländern. In Indien habe ich auch noch die Erfahrung, da ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Und in jedem anderen Land weiß ich, ich war noch nicht da, aber es wird eine andere Geschichte sein. Und es wird auch Unterschiede geben zwischen Europa oder Amerika, das steht fest. Ich habe es selber noch nicht gesehen, aber es wird so sein und so weiter und so fort. Je nachdem, was kultiviert ist, welche Kultur, welche Emotionen hervorhebt und wie der Lebensstil ist. Okay? Ja. Okay. Ja, ach so. Dann eines der letzten Sachen, die ich noch sagen wollte, ist, was interessant ist. Einige Lehrer, die ich kenne oder Akupunkteure, haben dann, um eine Lösung zu finden, nicht unbedingt den Lösungsansatz genommen, sondern hatten zum Beispiel einfach nur, um emotionelle Krankheiten zu heilen, Körperregionen genommen, wo das stattfindet, die Emotion. Zum Beispiel alle Sachen, die mit von Holz bei der Leber wie mit Wut und Hass zu tun haben, schlagen sich immer auf Solarplexusbereich vorne und hinten aus. Wir haben angefangen, das mit den lokalen Punkten oder entfernte Punkte so zu behandeln. Kräuter ebenso. Und so haben die ihr eigenes System halt, weil man muss seinen eigenen Weg dann quasi finden, wenn er nicht vorgegeben ist, so über die Jahre gemacht. Und mit den paar Lehrern, von ich selber gelernt habe, wenn man das dann mit diesem System oder anderen Systemen verfolgt, interessanterweise kommen dann sehr ähnlich oder genau dieselben Punkte dabei heraus. Gleicher Ansatz, wie man mit Kräutern arbeitet, gleicher Ansatz, wie man mit den Punkten arbeitet. Das heißt, letztendlich kommt man wieder auf dasselbe hinaus, wie man das behandelt, was auch interessant ist. Und auch einige oder aus einigen Talks, die ich gehört hatte von Lehrern, die schon verstorben sind, für TCM, die meinten auch, dass das noch ein Feld ist, wo noch Bedarf ist zu lernen, wo noch von den Praktizierenden heutzutage quasi geforscht werden muss und quasi auch
mehr Erfahrung gesammelt werden muss, wie man das behandelt, weil das von der TCM nicht vorgegeben ist und man hat einige Elemente, aber den Rest muss man sich selber durch Erfahrungswerte oder durch Kollegen quasi erfragen oder austauschen, wie man solche Geschichten behandelt, da das nicht so vorgegeben ist, wie man das vielleicht denken mag. Und ja, das ist sehr wichtig, das zu erwähnen oder auch spannend, dann darüber mehr zu erfahren oder darüber zu lernen. Ja. Das ist quasi noch ein Feld, was die nächsten 50, 100 Jahre, wenn TCM zum Beispiel in Europa praktiziert wird, was noch zu erforschen gilt. Ja. Ja. Nee, dadurch, dass die Kräutermischungen, die man hauptsächlich einsetzt in der TCM, sind Kräutermischungen, die zwar nicht unbedingt auf die psychischen Faktoren in der Konstellation, wie man sie hier hat, abzielen, aber dadurch, dass sie sehr wohl schon so fein abgestimmt sind über die Jahrhunderte in ihrer Wechselwirkung, die sehen nämlich schon voraus, was passiert, wenn du nur ein Organ stärkst, welche Wechselwirkung das haben wird. Und die ganzen Formeln, die wir benutzen hier, sehen schon auf mehreren Zeiten voraus, was passieren wird und fangen das mit anderen Kräutern ab, so dass quasi die gewünschte Wirkung als Ganzheit erzielt wird. Und das ist die Schönheit quasi von den TCM-Kräuterformeln, die die berühmten Ärzte sozusagen über die Jahrhunderte und Jahrtausende zusammengestellt haben. Die wurden immer wieder verfeinert, um die Wechselwirkung schon in der Zeit abzufangen. Das ist ein wunderschönes Feld. Ja. Genau, wenn die Diagnose richtig ist, meine Erfahrung vom Ansatz der Behandlung her, hast du die Ergebnisse. Meine Erfahrung ist, wenn du am Anfang nicht die korrekte Diagnose hast und nicht direkt Ergebnisse hast, liegt das Problem bei dir selber als Behandelnder. Die Ergebnisse müssen von Anfang an da sein. Dann ist die Richtung auch klar. Ich selber und auch wie ich das bei meinen Lehrern beobachte, meistens bedarf es bei sehr komplizierten Fällen vielleicht 1, 2, 3 Versuche maximal. Das sagt man aber am besten auch dem Patienten. Es ist nicht falsch, was man macht. Die Richtung ist definitiv richtig. Aber so, dass man ein Schlüsselerlebnis hat, dass die Symptome sehr stark besser werden. Bei ganz komplizierten Fällen braucht man 2, 3 Ansätze. Manchmal beim ersten schon direkt. Je mehr man Erfahrung hat, desto mehr kann man direkt beim ersten Ansatz das lösen. Je mehr man ähnliche Patienten hatte. Aber ja, das zum Beispiel ist das auch ein Konzept, das nicht nur für TCM gilt, sondern auch für die westliche Medizin. Es gibt viele Patienten, die kommen in die Klinik und sagen, ich werde schon, auch was Psychotherapie angeht und so weiter, ich werde schon seit Jahren von so und so behandelt. Und wenn ich dann frage, ja und? Ja, nicht viel geändert. Das kann ich nicht verstehen. Wenn du nach einer Sitzung oder 2 Sitzungen kein Ergebnis hast, dann wird das auch später nichts bringen unbedingt. Ja. Es gibt ganz seltene Fälle, die ich gesehen habe bei TCM oder so, aber das sieht man auch am Patienten, wenn das sehr lang ist, das Alter schon hoch zum Beispiel und sehr chronisch ist, wo man weiß, man muss ein bisschen länger Zeit investieren, bis das System nachkommt. Okay, aber selbst dann hat man schon leichte Rückmeldung vom Patienten, der sagt, oh, ich habe aber das Gefühl, das tut mir gut. Und kleinere Symptome werden schon besser. Aber dass gar nichts passiert oder sogar, dass die sagen, das wird sogar schlechter im schlimmsten Fall, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Dann sollte man Therapeut wechseln oder Lösungsansätze wechseln. Und wichtig ist auch, das liegt nicht unbedingt an dem Therapeuten. Es wird auch in Texten immer wieder gesagt, das kann sein, dass 2 Therapeuten genau dieselbe Behandlungsmethode benutzen. Original, die gleichen Kräuter, die gleichen Pumpen. Bei dem einen geht's und bei dem anderen nicht. Das ist aus buddhistisch, das wird in tibetischer Medizin so gesagt, aber ist auch meine Erfahrung. Das hängt dann mit der Beziehung zusammen zwischen Therapeut. Das ist wichtig. Da muss man zum nächsten gehen, wo es passt. Das hat nichts mit Glauben zu tun. Das hat einfach nur mit Fakt zu tun. Das erlebt man auch bei westlicher Medizin. Ja. Das ist einfach so, dass da definitiv eine Wirkung ist, zwischenmenschliche Wirkung. Und obwohl die Behandlungsmethode genau gleich ist.
Ja, das wird auch so in Texten bei zum Beispiel tibetischer Medizin beschrieben. Ja. Deswegen ist das so wichtig, dass dieses Feld quasi bearbeitet wird und dass dieses Feld mehr erforscht wird und dass dieses Feld weiterentwickelt wird. Genau deswegen, weil die Symptome hier sind quasi die allermeisten darauf beruhen. Deswegen ist es so wichtig. Ja. Ja, das ist eine sehr interessante Sache, ja. Denn eigentlich, wenn man Psychotherapeut ist und gleichzeitig zum Beispiel vor allem mit Kräutern, finde ich, ist der Ansatz interessant. Man kann ohne chemische Nebenwirkung mit Kräutern extrem viel abfangen, was Psychotherapie angeht. Alles, was Anxiety, was ist das? Nicht Ängste, aber diese Unruhe. Unsicherheit, diese Unsicherheiten, die oft Patienten haben in Psychotherapie, oder kann man mit sehr milden Kräutermischungen sehr, sehr einfach abfangen, extrem einfach abfangen, wo die Zutaten sogar in der Kräutermischung sehr sanft sind. Die Kräutermischungen in TCM haben sowieso keine Nebenwirkung an sich, weil das alles pflanzlich ist. Wenn man die reinen Pflanzen nimmt, haben die keine Nebenwirkung wie westliche chemische Medizin. Das ist der Fall, aber selbst dann können die schwer das System belasten mit nicht Nebenwirkungen, aber wie soll man sagen? Da man trotzdem in die Balance eingreift, muss man sehr gekonnt vorgehen. Aber es gibt sogar Mischungen, die so einfach gestaltet sind von dem Design der Mischung, dass man sogar sehr grob, zum Beispiel bei ganz milden Unsicherheiten in Psychotherapie, das sehr einfach begleiten könnte. Das sind schon fast Nahrungsmittel, eher gesagt, anstatt Kräuter, die hart in die Balance eingreifen. Das ist schade, dass es nicht gemacht wird, ja. Ja, es behandelt nicht die Symptome, aber weißt du, wenn du als depressiver Patient, der viel, wo zum Beispiel Hund nicht gut kommen gehen kann, wo Willenskraft und so weiter schon beschädigt ist, wo das nicht vorhanden ist. Und du fühlst dann, und dadurch, dass du auch das Herz schon so weit in Mitleidenschaft gezogen ist, dass du quasi in der Depression feststeckst, dass du deinen Körper auf positive Art und Weise fühlst, kann ein Meilenstein sein in der Behandlung von so einem Patienten. Und deswegen auch oft ein Ansatz, den wir machen, ist, wenn wir depressive Patienten oder Patienten, die psychische Probleme haben, mein Ansatz ist persönlich sehr oft, dass ich sage, okay, wir fassen die Psyche gar nicht an. Machen erstmal so, dass der Körper in allen also Schlaf, Verdauung und so weiter erstmal wunderbar funktioniert. Und dann, dass die Kraft auch wieder da ist. Dann werden diese Faktoren alle miteinander wieder erscheinen und dann geht man hin mit der Power und bearbeitet die Psyche. Ist viel, viel schlauer. Das ist meine Erfahrung, dass das besser ist, und mein Lehrer macht das genauso. Und wenn man körperlich rangehen kann, wo die Problematik schon so heikel ist, ist wesentlich schlauer, praktischer auch. Okay, ja. Dann vielleicht, wenn noch ein, zwei Fragen ist, ansonsten beenden wir den Abend. Ja. Korrekt, ja, früher war das, ja, korrekt, ja, früher war das so, dass diese ganzen zum Beispiel, okay, da gibt es viele, zum Beispiel Tigerpenis oder Nashornhorn oder Schildkröten oder diese ganzen Horn oder von empfindlichen Tieren, dass das benutzt worden ist. Das ist schon lange nicht mehr der Fall. Es gibt noch einen Schwarzmarkt dafür, aber von den Kräuterformeln, die tierische Inhaltsstoffe beinhalten, die wurden weitestgehend schon sowieso komplett ersetzt. Das ist aber schon seit längerer Zeit so.
Es gibt auch andere pflanzliche Stoffe oder Mineralstoffe, also Salz ist nur ein Beispiel, wie Mineralstoffe, die das quasi ersetzen können. Diese Konzept, dass chinesische Kräuter haben ja Nashörner und so weiter drin ist, in den normalen Kräutern, die wir beziehen, ist das schon seit 50 Jahren, 40 Jahren nicht mehr der Fall, dass das da drin ist. Und sowieso, als das noch da drin war, war das sehr, sehr teuer, weil im chinesischen Markt quasi sehr, sehr hoch bezahlt und so weiter. Und heutzutage, wo man das noch findet, ist auf dem Schwarzmarkt von Chinesen, die das wissen, in China, die versuchen dann über den Schwarzmarkt sowas noch zu beziehen. Das gibt's noch. Aber ansonsten in der normalen TCM-Welt oder so wurden diese Komponenten in berühmten Formeln schon lange durch andere Mineralien oder pflanzliche Stoffe ersetzt. Ja, körperlich hat man dann immer dieses Problem, dass das nicht da ist. Das hat mehrere Auswirkungen. Körperlich hat man das Problem. Psychisch hat man sogar auch das Problem. Sieht man oft. Oft hat das auch psychischen Grund. Also bei vielen Patienten, dass das so in Mitleidenschaft gezogen worden ist, dass man das zum Beispiel entfernt. Oder es wird aus Versehen entfernt oder aus Versehen in Mitleidenschaft gezogen bei einer OP gibt es auch. Und der dritte Punkt wäre, von wie die Energie fließt und wie die Energie fließt, dass das beeinträchtigt ist. Hat alle die drei die Auswirkungen, ja. Das ist ein Problem, ja klar. Und westliche Medizin geht hin mit Ersatzmedikamenten, dass man Stoffe davon nachahmt und das gibt. Zum Beispiel bei Schilddrüse wäre ganz klassisch, Schilddrüse ist weg, also gibt man bestimmte Schilddrüsenhormone, aber nur ein oder zwei, die das einfach steuern. Aber das Problem ist, diese Organe haben oft noch mehr Funktionen. Und das merkt man sehr wohl in der TCM dann am Puls oder an den physiologischen Vorgängen, dass dieses Organ fehlt. Und dann geht man genauso hin mit Kräutern oder so und versucht Balance dort zu erreichen. Wenn das Organ halt weg ist, man kann es halt nicht wieder herholen. Also versucht man hinzugehen und die Balance trotzdem so herzustellen. Der Körper, muss man aber sagen, passt sich auch trotzdem an. Der kann, egal, selbst wenn ein Organ fehlt, kann die anderen Organe trotzdem abfangen. Das ist möglich und macht er auch, ja. Aber ja, trotzdem ist es immer schlau hinzugehen und die Balance zu kreieren, vor allem auf Sicht mit Alter. Dass man älter werden kann und dass man älter werden kann ohne Probleme. Ja. Alles mit dem Alter wird dann schlimmer werden, die ganzen Symptome, immer. Also auch für gesunde Menschen. Ja. Genau, Qigong ist ein Ableger. Mit Qigong und bei den ganzen Qigong-Systemen geht man hin und beeinflusst diese Systeme. Nicht unbedingt auf der Psyche, so wird das nicht gelehrt, aber vor allem bei dem vorherigen Konzept mit den Elementen. Da wird das oft, die meisten Qigongs sind darauf abgestimmt, ja. Auch wie Punkte benutzt werden und so, kommen daher. Oft Qigong-Übungen sind eigentlich TCM-Übungen, die man dem Patienten sogar früher mitgegeben hat, dass der die zu Hause machen soll, damit er sich selber heilt. So hat das auch seinen Ursprung. Und in China gibt es auch extra Qigong-Abteilungen in den Krankenhäusern, wo der Behandelnde Qigong macht und bestimmte Sachen macht oder auch die Patienten Qigong machen im Krankenhaus, um das zu beeinflussen. Ja. Das ist Teil davon, kann man sozusagen. Ja. Nicht offiziell. Ein TCM offiziell ist immer nur Akupunktur, Kräuter und Massage. Aber du könntest, ja, aber von der Geschichte her gehört das zu TCM. Aber von den klassischen Behandlungsmethoden sind das die drei, die immer erwähnt werden. Aber Qigong gehört philosophisch und von den ganzen Übungen her und vor allem von der Theorie her ist TCM, wenn du so willst, ja. Ja. Die Lebensenergie in den Nieren ist die einzige Energie, die du nicht
also die Grundlebensenergie in den Nieren ist die einzige, die du nicht wieder so auffüllen oder die nie im Überschuss sein kann, schau mal. Du wirst nie bei einem Menschen diagnostizieren, dass dem seine Nierenenergie im Überschuss ist. Das gibt's nicht. Zusätzlich, wenn man praktisch jetzt nicht in diesem Konzept, sondern wenn man einfach allgemein behandelt, da die Nieren die Lebensenergie sind, behandelst du bei allen Symptomen. Die Niere wird immer anzeigen, ob die Nahrung zu diesem Organ, ob die Nahrungszufuhr gewährleistet ist, und man behandelt die Nieren immer mit. Und das ist auch zum Beispiel interessant, Nieren hängen ja mit Knie zusammen. Und dann im Alter wird die Nierenenergie immer schwächer. Und deswegen tun auch alte Menschen immer dann die Knie weh. Weil das wirkt sich als erstes auf untere Rücken oder Knie aus. Und wer lange Zeit zum Beispiel untere Rücken stark haben will oder Knie stark haben will, der sollte regelmäßig Sport machen. Aber auch zum Beispiel die Nieren stärken mit Wärme oder halt mit Kräutern oder bestimmten Sachen, die halt die Nieren stärken. Nahrungsmittel, guter Schlaf. Ja. Aber ja, tatsächlich, Nierenenergie, da steckt die letztendliche Power für den ganzen Körper, steckt in den Nieren, aus TCM, auch für Knochen, ja. Das wird in der, zum Beispiel in China und in Taiwan und so weiter, wenn du zu normalen älteren Menschen gehst, aus meiner Erfahrung, diese, was wir hier als Nahrungsergänzungsmittel nehmen, wie zum Beispiel, was in Deutschland, wie Multivitamin, was wir hier nehmen, die Asiaten nehmen zum Beispiel diese, es gibt so ganz grobe Formeln, um Nieren zu stärken, die einfach ganz grob sind, wie Multivitamin. Die nehmen die asiatischen älteren Menschen, wie wir Multivitamin nehmen. Das ist sehr, sehr schlau. Ja. Geschmack ist salzig. Ja, salzig. Aber wenn du Nieren stärken willst durch Nahrungsmittel, ist alles was Schwarzes. Schwarze Bohnen, Seetang, manche Fischsorten. Nee, Lakritze. Lakritze kommt durch Süßholzwurzel. Und Süßholzwurzel ist nicht schwarz, ist gelb. Gelb ist die Farbe von Magen und Milz. Und wenn du zum Beispiel klassisch Magen stärken willst oder Blut, ist Süßholzwurzel eine der Hauptingredienzen in TCM. Nee. Die Kakaobohne wird geröstet. Dadurch wird die schwarz. Die ist im Ursprung nicht schwarz. Ja. Sojasauce wird auch fermentiert. Okay. Ja, dann durch die Fermentation und andere, ja. Schwarzer Sesam, schwarze Bohnen, diese, was man isst im Salat, diese Wurzel, die aber weiß ist, aber die Haut ist schwarz. Das schält man und dann macht man Salat zum Beispiel. Schwarzwurz. Ja, Schwarzwurz. Alles, was schwarz ist. Ja. Ja, Bohnen, ja, sehr gut. Schwarze Bohnen ist gut für Nieren, ja. Ja. Aber auch wichtig ist zum Beispiel, um die Nieren zu stärken, immer sich warm genug anziehen. Zum Beispiel, einfach nur als Info, junge Mädchen, die im Winter Top anziehen. Das ist quasi der Worst Case für Nieren. Man zieht quasi seine Lebensenergie, vergoldet man oder zieht die weg. Nieren müssen immer warm sein und vor allem die Füße. Die Nieren hängen mit Knie und Füße zusammen. Die Füße, in Chinesisch gibt es ein Sprichwort, die Füße müssen warm sein und der Kopf kühl. Das ist sehr wichtig, um Nieren zu stärken. Warme Füße, warme Knie, warmer Unterrücken. Ja. Wenn es zu kalt ist, ist es sehr, sehr schlecht. Oder zum Beispiel auch ein Klassiker für Nieren, was das zieht. In Deutschland zum Beispiel im Winter sind fast alle, oder ich kann eigentlich sagen alle, ich sehe ganz selten Ausnahmen, dass im Winter ein Mensch genug angezogen hat. Zum Beispiel, wenn man zur Bahn geht, an der Bahnhaltestelle oder beim Bus, sind alle Menschen so. Das bedeutet, denen ist kalt. Man sollte sich im Winter so anziehen, dass du entspannt wie im Sommer stehen kannst. So muss die Kleidung sein. An allen, am Bein, an den Socken,
oben. Man muss entspannt stehen, dass die Poren offen sein können, dass die Energie fließen kann. So soll man sich im Winter anziehen. Und wenn du rausgehst in Deutschland, jeder friert eigentlich. Niemand nimmt es wahr, aber jeder friert. Das bedeutet, du ziehst an der Nierenenergie die ganze Zeit. Oder eines der Haupt, zum Beispiel Gesundheitsmittel, um Niere auch so zu stärken, ist warmes Wasser trinken, heißes Wasser trinken, anstatt Kalt oder Raumtemperatur. Das ist in China, ist wie Medizin. Jeder, oder es sogar, wird sogar verschrieben. Tibetischer Medizin ist warmes Wasser oder Heißwasser Medizin. Weil man dadurch die Nieren immer Energie zuführt. Und das ist auch, kennt man hierzulande auch nicht so. Aber in China ist das sehr, sehr normal. Oder Taiwan. Ja, Tee gilt auch dazu. Nee, Tee gilt dazu. Ja. Okay, dann wir sind weit über die Zeit hinaus. Und dann bedanken wir uns. Und dann könnt ihr mehr darüber lesen. Es gibt 1000 Bücher und im Internet. Und sehr viele praktizieren TCM. Und dann könnt ihr... hoffe ich, dass das einen Einblick darin gegeben hat und auch in die Problematik, die die TCM selber hat, was diese ganzen Behandlungsmethoden angeht. Okay, dann einen guten Abend und dann bis später.